Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Hessen hat die neuen Corona-Regeln im Detail vorgestellt. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir war sich dabei sehr bewusst, was das für uns alle bedeutet. Das, was Bund und Länder jetzt gemeinsam beschlossen haben, was wir heute auch hier im hessischen Kabinett beschlossen haben, ist eine Zumutung. Es ist eine Zumutung für alle. Eine Zumutung, um Leben zu retten, dass neue Einschränkungen kommen, ist seit gestern ja schon klar. Wie genau sie in Hessen aussehen würden und wie sie auch wirklich aussehen, das hat die Landesregierung dann erst vor wenigen Stunden erläutert. Bitter sei es, was jetzt auf Hessen zukommt, sagt Ministerpräsident Volker Bouffier, als er heute die Corona-Regeln erklärt, die von Montag an 3 Wochen lang gelten. Alles, was wir jetzt machen, machen wir mit dem Ziel, dass wir möglichst ab dem 1. Februar wieder ein ganzes Stück weiter nach vorne gehen können, im Sinne von Erleichterungen. Grundlage unseres Handelns muss weiter sein, das infektiologische Geschehen. Dafür müssen Kontakte weiter eingeschränkt werden. Jeder Haushalt darf nur noch eine Person aus einem anderen Haushalt treffen, zumindest in der Öffentlichkeit. Für zu Hause ist es kein Muss, aber empfohlen. Ganz neu, der Bewegungsradius von 15 Kilometern für Hotspots mit Inzidenzen über 200. Damit sollen vor allem Tagesausflüge in den Schnee und weite Einkaufstrips unterbunden werden. Gleich geblieben sind nach den heutigen Beratungen die Regelungen für die hessischen Kitas. Wenn Sie können, betreuen Sie die Kinder bitte zu Hause. Wenn Ihnen das nicht möglich ist, ist die Betreuung in den Kitas weiterhin möglich. Das heißt, das Land wird kein Betretungsverbot aussprechen. Und es ist jetzt nicht die Einladung, schickt sie alle in die Kita. Aber wenn es nicht anders geht, ist das in Ordnung. Um die Pandemie wieder einzudämmen, gibt es für die Landesregierung derzeit keine Alternative zum verschärften Lockdown. Ja, und das heißt auch, normaler Unterricht in allen Klassen wird nicht stattfinden, wenn kommende Woche die Ferien zu Ende gehen. Ganz zu werden die Schulen aber auch nicht sein in Hessen. Für jede Altersgruppe gibt es ab kommender Woche andere Regeln. Von Klasse 1 bis 6 sollen Kinder möglichst zu Hause bleiben, dürfen aber zur Not trotzdem in die Schule. Ab Klasse 7 gibt es Distanzunterricht, also Lernen zu Hause, mit Ausnahme von Abschlussklassen. Die sollen ab Montag wieder Präsenzunterricht bekommen. Ja, und wir werfen jetzt mal einen Blick in den ganz realen Alltag des Lernens. Hausaufgaben machen auch in den Ferien. Nicolas Alas Garcia, 10 Jahre, checkt über das hessische Schulportal, was er noch alles tun muss. Manchmal, wenn halt zu viele Leute da gerade drin sind, dann kommt man nicht rein. Aber sonst funktioniert es gut. Ein extrem nützliches Instrument für Eltern wie auch für die Kinder. Es wundert mich, dass wir sowas nicht früher schon hatten. Lehrer stellen über das Schulportal Aufgaben ein. Links auf Videos oder Lernhilfen. Schüler können ihre erledigten Aufgaben wieder hochladen. Was im März eher schleppend begonnen hat, ist mittlerweile bei allen Lehrern angekommen, so die Erfahrung der Familie. Nur eins wünschen sie sich. Dass sie tatsächlich die Möglichkeit haben, auch sich zu sehen. Das wünschen sich auch viele Lehrer. Die Frankfurter Böhler Schule. Das Gymnasium ist wohl typisch für viele Schulen. In den vergangenen Monaten hat hier jeder Lehrer sein eigenes Videokonferenzsystem ausprobiert. Die Schule hier selber hat einige Lizenzen gekauft für ein System, für WebEx, mit dem einige Kollegen gute Erfahrungen gemacht haben. Aber es gibt nichts, was sozusagen für alle zur Verfügung steht und was problemlos funktioniert. Auch das hessische Schulportal funktioniert nicht immer. Schüler und Eltern berichten von regelmäßigen Abstürzen. Kurz vor den Weihnachtsferien kamen für die Schüler der Wöhler Schule noch 150 Laptops an. Eigentlich ein Grund zur Freude. Allerdings, die mussten erstmal alle eingerichtet werden. Es ärgert einen, weil auch beim Digitalpakt, der jetzt irgendwann demnächst auf uns zukommt, die Schulen zwar mit Hardware ausgestattet werden, aber keinen technischen Support bekommen. Das heißt, die Geräte werden hingestellt, allerdings müssen wir dafür sorgen, dass sie funktioniert. Und die Hardware gibt es bisher auch nur für die Schüler.
Immerhin scheint es mittlerweile tatsächlich gelungen zu sein, alle Schüler auszustatten, ob mit Geräten vom Land, den Kommunen oder Elternvereinen. Das Problem sieht der Schulleiter des Wilhelms-Gymnasiums in Kassel woanders. Eher ist die Frage, ob alle Kinder und Jugendlichen, auch gerade in jüngeren Jahrgängen, schon so gut mit der Technik umgehen können, dass sie dann auch entsprechend nutzbar ist, beziehungsweise auch wieder in die häuslichen Gegebenheiten sind, zum Beispiel mit einem funktionierenden Netz. Senai Kiros in Frankfurt. Der 11-Jährige geht in die 6. Klasse des Gymnasiums. Sein Vater ist als Paketzusteller den ganzen Tag unterwegs. Seine Mutter kümmert sich zurzeit um die 4 Kinder. Die Zahnarzthelferin musste sich deswegen schon extra Urlaub nehmen. Die nächste Zeit sieht sie mit großer Sorge. Bis zur Grundschule kann ich vielleicht mithelfen. Aber auf die weiterführende Schule ist auch für mich schwierig. Deswegen haben die auch eigentlich auch Nachhilfe. Und damit auch zurechtkommen in der Schule und so Sachen. Aber wenn die jetzt noch ganz zu Hause bleiben, das wird schon für uns schwer sein. Für das Wohl ihrer Kinder würde Jerusalem Kiros zur Not sogar ihren Jahresurlaub opfern. Corona und die Schulen, ein Spiel mit ständig neuen Regeln und vielen unangenehmen Überraschungen. Ja, und wir sprechen dazu jetzt mit dem hessischen Kultusminister Alexander Lorz. Guten Abend, Herr Lorz. Ja, schönen guten Abend. Ja, Sie sagen heute am Nachmittag in der Pressekonferenz, wo Sie alle neuen Regeln erklärt haben, auch die Eltern mit jüngeren Kindern sollen ihre Kinder bitte zu Hause lassen. Aber wenn es nicht anders geht, können sie doch in die Schule schicken. Was soll man mit so einer Regel anfangen? Ist die nicht zu schwammig? Nein, ich glaube, die Frage, ob man die Kinder zu Hause entsprechend betreuen kann oder ob man das eben nicht kann, das ist eine Frage, die kann eigentlich nicht der Staat beurteilen, sondern das ist eine Frage, die muss am Ende jeder für sich selbst beurteilen. Und da verlassen wir uns auch darauf. Das ist der Appell auch an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, dass sie eben dort, wo es möglich ist, die Kinder zu Hause lassen. Und wo es nicht möglich ist, stellen wir eben die Schule als alternatives Angebot zur Verfügung. Aber wie soll die Schule dann damit planen? Kommt dann an einem Tag eben ein Kind, weil es gerade so gepasst hat, und am nächsten Tag sind 30 da? Nein, das ginge natürlich nicht. Deswegen müssen wir schon von den Eltern verlangen, dass sie diese Entscheidung für den gesamten Zeitraum treffen und natürlich auch der Schule mitteilen. Also das ist eine Grundsatzentscheidung und nicht etwas, was man sich sozusagen von Tag zu Tag neu überlegen kann. Sie haben gesagt, es ist sichergestellt, dass die Kinder zu Hause dann genauso lernen wie die Kinder, die in die Schule gehen. Wie wollen Sie das sicherstellen? Volker Bouffier, der Ministerpräsident, hat gestern behauptet, 99% der Kinder hätten Laptops. Kann das wirklich sein? Beziehungsweise Tablets, hat er gesagt. Ja, gut, die Frage des Lernens ist jetzt. Also wir haben ja die Schülerendgeräte für die bedürftigen Schülerinnen und Schüler in der Tat zum überwiegenden Teil bereits ausgeliefert. Aber diese Frage des Lernens darf man ja nicht auf die digitalen Medien reduzieren, sondern es geht darum, gerade für die Kleinen, gerade für die Grundschülerinnen und Grundschüler, da gibt es ein bestimmtes Programm und die Kinder arbeiten zum Beispiel üblicherweise mit sogenannten Wochenplänen. Und dieses Programm und die dazugehörigen Lehr- und Arbeitsmaterialien, das werden die gleichen sein, die im Distanzunterricht eingesetzt werden, wie die, die im Präsenzunterricht eingesetzt werden. Also es wird mit den Kindern im Präsenzunterricht nicht mehr gemacht, als was sie auch zu Hause machen können. Wer jetzt ein eher schlechter Schüler ist oder einfach zu Hause eben niemanden hat, der ihm helfen kann und am Ende des Jahres Sorgen hat, dass er vielleicht nicht versetzt werden könnte. Wie wird das dann sein dieses Jahr? Wird es wieder so sein, dass am Ende doch jeder versetzt wird? Also darüber haben wir ja noch keine abschließende Entscheidung getroffen, aber es ist völlig klar, wir müssen natürlich auch den Besonderheiten dieses Schuljahres Rechnung tragen. Auch das ist kein reguläres Schuljahr und wird es auch bis zum Ende voraussichtlich nicht sein. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder so gut wie möglich vorankommen. Und natürlich aber kann man nicht quasi dieselben Ansprüche am Ende dieses Schuljahres stellen, wie wir es am Ende eines regulären Schuljahres gestellt hätten. Und das werden wir in den Entscheidungen entsprechend berücksichtigen. Klingt aber danach, als ob Sie sich da noch nicht festgelegt haben. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz, danke für das Gespräch. Gern geschehen. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Zu den Schulregelungen in Hessen hat die Leiterin unseres Landtagsstudios in Wiesbaden, Ute Wellstein, eine Meinung. Das ist weder Fisch noch Fleisch, was die Landesregierung da für die Klassen 1 bis 6 beschlossen hat. Geht zur Schule oder lasst es sein, ganz wie eure Eltern das wollen.
Sicher, das lief auch vor den Weihnachtsferien schon mal so für ganze 3 Tage und deshalb war das auch kein großes Problem. Denn direkt vor den Ferien läuft nicht mehr allzu viel in der Schule und die, die zu Hause blieben, haben vor allem die Plätzchen in der Weihnachtsfeier verpasst. Aber nun soll das 3 Wochen lang so gehen. Einige sollen in der Schule lernen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern und einige zu Hause mit ihren Eltern oder auch alleine. Die gemeinsamen Unterrichtsmaterialien sollen sicherstellen, dass dabei alle auf dem gleichen Niveau bleiben. Das ist pures Wunschdenken, wie vermutlich jeder weiß, der Kinder hat. Mit wie vielen Schülern und Schülerinnen sollen die Schulen eigentlich planen? Und wie sollen sie die Abstandsregeln einhalten, wenn dann doch mehr kommen als erwartet? Wie viele Schulbusse sollen eigentlich fahren? Und wie sollen die Lehrerinnen und Lehrer das eigentlich schaffen? Morgens voll unterrichten und sich dann auch noch um die kümmern, die zu Hause lernen. Das sollen die Schulen am besten vor Ort selber regeln, sagt der Kultusminister. Die wüssten ja, was gebraucht wird und wie man das am besten machen kann. Ich halte das für organisierte Verantwortungslosigkeit der Landesregierung. Das wird nicht für maßgeschneiderte Lösungen vor Ort sorgen, sondern ist bestenfalls ein Durchwursteln. Besser wäre es vermutlich gewesen, man hätte einfach die Weihnachtsferien verlängert. Soweit die Meinung von meiner Kollegin Ute Wellstein. Eine Anti-Corona-Maßnahme sticht besonders heraus, weil sie für Hessen neu ist, der eingeschränkte Bewegungsradius von 15 Kilometern. Ab Montag gilt der für hessische Landkreise mit 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen. Ja, nur hilft das wirklich, das Virus einzudämmen? Das fragen sich einige. Fernwald im Landkreis Gießen. 7000 Einwohner, 2 Schulen und 1 Altersheim. Beschaulich geht es hier zu und doch handelt es sich um einen Corona-Hotspot mit einer 7-Tage-Inzidenz von 318. Allerdings, hochgerechnet, dürften in realen Zahlen gerade mal 22 Fernwälder akut infiziert sein. Und die meisten, so heißt es im Ort, sind wohl im Altersheim zu finden. Da ist es fraglich, ob eine Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer sinnvoll ist. Die Idee dabei ist ja, die Mobilität so weit wie möglich einzuschränken. Ob diese Maßnahme wirken wird, das kann am Ende des Tages ja eigentlich niemand wirklich entscheiden, weil es ist ein Bündel von Maßnahmen, was wirkt. Und viele der Maßnahmen, die gerade vor Weihnachten beschlossen worden sind, deren Wirkung können wir jetzt noch gar nicht ablesen. Unklar sei für die beiden betroffenen hessischen Kreise zudem, wie die Einhaltung der Regelung kontrolliert werden kann und wer das letztlich tun soll. Auch die Gewerkschaft der Polizei sieht das skeptisch. Die Beamten seien jetzt schon am Limit. Sie müssen ja dort, wo Sie Dienst leisten, auf den Polizeistationen, in den Direktionen, auf den Revieren und in den Kommissariaten mit dem auskommen, was Sie zur Verfügung haben. Und wenn dann dreimal der Notruf geht, 2 Unfälle sind, wo bleibt denn da noch Zeit und Kraft und wo bleibt das Personal vor allen Dingen für Zusatzkontrollen? Das ist unvorstellbar und das wird schwierig und spannend in den nächsten Wochen. Eine Bewegungseinschränkung nur für einen Teil der Hessen sorgt für Diskussionen. Ich fahre nur raus, hier auf die Arbeit. Wenn ich aber an jüngere Personen denke, die vielleicht eben das ganze Thema nicht so ernst sehen, vielleicht bringt da die 15 Kilometer was. Das halte ich für eine sehr willkürliche Maßnahme. Warum gerade 15, warum nicht weniger, warum nicht ein paar Kilometer mehr? Sehe ich nicht so den Sinn. Die 15 Kilometer Leine, es wird spannend, wie sie letztlich akzeptiert und kontrolliert wird. Im Moment hinkt Hessen, hinkt Deutschland ja hinterher beim Impfen. Aber bald soll es mehr Impfstoff geben. Glaubt man dem Bundesgesundheitsminister, wird sich jeder Interessierte irgendwann im März, April, Juni impfen lassen können. Ist ein gewagtes Versprechen. Gemacht hat das Jens Spahn aber sicher, weil er mit dem gerechnet hat, was heute eingetreten ist. Nämlich, die EU hat grünes Licht für einen 2. Impfstoff gegeben, für den von Moderna. Das ist er, der neue 2. Corona-Impfstoff in Europa. mRNA 1273, Markenzeichen rote Kappe von Moderna. Er braucht keine teuren Sonderkühlschränke in Geheimlagern und sonst funktioniert er ähnlich wie der von BioNTech. Arbeitsmediziner Karim Kahn aus Wiesbaden freut sich auf ihn. Zum einen ändert sich natürlich dann durch einen neuen Hersteller die Verfügbarkeit. Wenn wir 2 Hersteller erstmal haben, macht das natürlich, bringt das ein bisschen Entspannung in die Impfzentren. Zum anderen wird es natürlich auch am Ende der Lieferkette sehr viel einfacher für die Impfzentren, diesen neuen Impfstoff dann zu verimpfen.
In seiner Praxis im Krankenhaus ist der Umgang mit dem bisherigen Impfstoff von BioNTech kompliziert, sagt der Impfexperte. Der muss tiefgekühlt werden auf minus 70 Grad, damit er lange hält. Und das Mischen mit Kochsalzlösung kostet das Personal Zeit. Der Impfstoff von BioNTech ist auch sehr sensibel, darf nicht geschüttelt werden. Nach der Zubereitung ist er höchstens eine Stunde brauchbar. Beim neuen Impfstoff aus den USA, Moderna, sei vieles bequemer. Der Moderna-Impfstoff, der ist im Prinzip schon fertig in einer Ampulle mit 10 Dosen. Also der muss wirklich nur noch aufgezogen werden. Anders als beim BioNTech-Impfstoff. Moderna verspricht zu rund 94% Schutz vor einer Covid-Erkrankung. Die europäische Pharmaagentur EMA hat ihn am Nachmittag zur Zulassung empfohlen. Die EU hatte auch hiervon 160 Millionen Impfdosen schon vorbestellt. Ab morgen darf er nun in ganz Europa eingesetzt werden. Für Hessens Ministerpräsident eine gute Nachricht. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen wir etwa 1,5 Millionen Dosen für Deutschland bekommen. Das würde dann für Hessen wiederum bedeuten, je nachdem wie man rechnet, 200 bis 300.000. Das würde uns natürlich schon gewaltig weiterhelfen. Bisher hat Hessen 100.000 BioNTech-Impfdosen vom Bund erhalten. Bis Ende Januar werden noch 3 weitere Lieferungen von BioNTech erwartet. Dazu kommen wohl ab nächster Woche noch die Moderna-Dosen. Vom Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland die Arzneimittelsicherheit überwacht, erfahren wir, in diesem Jahr könnten noch 7 verlässliche Impfstoffe folgen. Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes meint deshalb, die Strategie Europas auf mehrere Impfstoffe zu setzen, sei gut gewesen. Entscheidend wird vor allem auch sein, dass wir Impfstoffe bekommen, die vom Hausarzt geimpft werden können. Die also vom Handling sich nicht unterscheiden von den Impfstoffen, mit denen er umgehen kann, die auch einen Praxisbetrieb nicht stören, dann haben wir nämlich die Bevölkerung sehr schnell durchgeimpft. Die Experten sind sich einig. Ein Ende der Pandemie sei mit wachsender Impfzahl auch in den Zentren im Spätsommer absehbar. Doch das Virus werde wohl noch lange bleiben. Und wir kommen zu den aktuellen Nachrichten mit Jennifer Siegler. Und du, Jenny, beginnst mit den aktuellen Corona-Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Genau, in Hessen sind binnen 24 Stunden 1.907 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Im selben Zeitraum sind 116 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die Werte sind aber wegen der Feiertage mit Vorsicht zu sehen. Klarheit über das Infektionsgeschehen soll es laut RKI frühestens ab dem 17. Januar geben. In Ginsheim-Gustavsburg im Kreis Groß-Gerau ist eine Corona-Party in einem Hotel aufgelöst worden. Anwohner hatten die Polizei gerufen. Als sie eintraf, versteckten sich die 15 Partygäste. Einige leisteten heftigen Widerstand und die Polizei musste 2 Türen aufbrechen. Alle Feiernden wurden wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnungen angezeigt. Alle Jahre wieder bekommen Tiere im Opel-Zoo ein ganz besonderes Geschenk. Weihnachtsbäume. Lecker und eine schöne Abwechslung zum sonstigen Futter. Die Bäume schmecken nicht nur den Elefanten, sondern auch den Ziegen, den Giraffen und den Kamelen. Verfüttert werden allerdings nur frische Bäume, vor allem die, die nicht verkauft werden konnten. In der Wohnung trocken gewordene Bäume nimmt der Opel Zoo nicht an, denn den mögen die Tiere nicht. Das war's von den Nachrichten, also zurück zu Daniel. Dankeschön, Jenny. Ja, heute ist Dreikönigstag. Normalerweise strömen da die Sternsinger aus, bringen denjenigen, denen das wichtig ist, Segen fürs ganze Jahr in die Haushalte. Nur, wie macht man das in dieser ja ziemlich absurden Corona-Zeit? Wir haben uns das genau mal angeschaut im nordhessischen Felsberg-Gensungen. Für Elia aus Gensungen geht ein großer Wunsch in Erfüllung. Zum ersten Mal Sternsinger. Nur leider ohne die üblichen Hausbesuche. Obwohl. Ich bin irgendwie auch so ein bisschen froh, weil da muss ich nicht durch die ganzen Häuser durch und dann so viel Text mir dann ganz über die ganzen Häuser merken. Normalerweise ziehen die Sternsinger von der Kirche in Gensungen hinaus in über 100 Haushalte. Doch dieses Jahr gibt es den Segen nur per Video im Netz. Er segne das Haus, er möge euch führen. Das schreiben wir heute auf die Schwellen der Türen. Wir tun was Gutes, also damit die zu Hause wissen, Corona kann uns nicht abschrecken, wir machen trotzdem weiter. Und natürlich ist auch die Dreikönigsaktion eine der mit, glaube ich, die größte Spendenaktion von Kindern für Kinder. Und das sollte natürlich auch nicht ausfallen.
Das mehrstimmige Segensvideo, eine Idee von Pfarrer Braun. Der heißt übrigens wirklich so und wollte auf die Sternsinger-Aktion, mit der dieses Jahr Spenden für Kinder in der Ukraine gesammelt werden, auf keinen Fall verzichten. Aus meiner Sicht als Pfarrer kann ich sagen, dass es ein guter Ersatz ist, weil der Kontakt tatsächlich aufrechterhalten bleibt und es gut war, ebenso auch mit den Leuten sprechen zu können. Alle haben ihre Videos zu Hause alleine aufgenommen. Geschnitten hat den Film Joel, der seit Corona auch regelmäßig die Gottesdienste filmt. Er und das ganze Team sind vom Ergebnis überzeugt. Deswegen haben wir versucht, das möglichst ansprechend zu machen, dass zum Beispiel bei den Liedern alle Leute zu sehen sind, nicht nur eine Person, die singt, sodass dieses Gefühl der Gemeinschaft dann auch gegeben ist. Zu den Gemeindemitgliedern ohne Internet kommt Gerhard Braun dieses Jahr mit seinem Laptop. Der Haussegen wurde an alle Haushalte als Aufkleber verteilt. Ich bin so erfreut, dass ich dieses Jahr diese große Ehre bekomme, dass ich das hier durch die neue Technik zu sehen bekomme. Das hat mir so viel Glück gebracht und so viel Freude, das kann ich gar nicht ausdrücken mit Worten. Und so sind Elia und die anderen Sternsinger auch ohne echte Hausbesuche bei den Gläubigen zu Gast. Ja, das ist doch sehr schön zu hören. Liebe Zuschauer und Zuschauer, es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber Sie sehen eine 60 Jahre alte Sendung. Die Hessenschau ist 60 geworden und wir blicken deshalb dieser Tage oft zurück. Heute ins erste Jahrzehnt dieses Jahrtausends und da fing die Sendung so an mit dem Kollegen Sascha Hingst. Guten Abend und willkommen zur Hessenschau. Ja, und was bringt dann das Jahrzehnt Anfang 2002? Den Euro, erinnere ich mich noch gut dran, plötzlich keine Mark mehr im Portemonnaie, stattdessen diese bunten Scheine. Die ESA in Darmstadt schickt die Raumsonde Rosetta zu einem Kometen. Das erste Mal landet der neue Airbus 380 in Frankfurt. Und Vettel-Fans in Heppenheim feiern begeistert ihren Sebastian als Formel-1-Weltmeister. Ja, und 2002 passiert ein aufsehenerregendes Verbrechen. Da wird in Frankfurt ein 11-jähriger Junge entführt, Jakob von Metzler. Nach 4 Tagen gesteht der Verdächtige, das Kind umgebracht zu haben. Der damalige Polizeivizepräsident hatte angeordnet, dem Täter mit Schmerzen zu drohen. Das hat Folgen, die den Mordfall und seine Aufarbeitung bis heute unvergessen machen. Der 28-jährige Magnus Gefgen wurde mit dem Zusatz besondere Schwere der Schuld wegen Mordes und Entführung lebenslang verurteilt. Richter Hans Bachel stellte fest, Jakob von Metzler kannte seinen Mörder. Damit er ihn nicht verrät, habe er den Jungen getötet. Gefgen nutzte seine Arglosigkeit aus. Er habe den Tod des Jungen von vornherein gewollt und nicht nur einkalkuliert. Er sei unbarmherzig, skrupellos und von maßloser Geldgier geprägt. Ja, und er ist unbarmherzig, er ist maßlos, er ist von Geldgier geprägt, aber er ist ja noch viel mehr. Also der bringt das Kind um, das er kennt. Er bringt das Kind um, das der Bruder ist einer jungen Frau, zu deren Clique und zu deren Kreise er sich ja so unglaublich gerne zugehörig gefühlt hätte, wo er alles probiert hat, um da reinzukommen. Heike Borufka ist Gerichtsreporterin im Hessischen Rundfunk. In diesem Studio nimmt sie ihren erfolgreichen Podcast auf, Verurteilt, der Gerichtspodcast, für HR Info und YouTube. Sie hat den Mordfall Metzler und alle nachfolgenden Prozesse begleitet und ist die ideale Gesprächspartnerin für den Blick ins Archiv. Als besonders perfide Tat wertete der Richter Gefgens Erpresserbrief an die Eltern, mit dem er im vergangenen September 1 Million Euro forderte. Obwohl Jakob noch am Entführungstag sterben musste, ließ er sie damit im Glauben, ihr Sohn lebe noch. Der kleine Jakob von Metzler, in Wirklichkeit schon ermordet. Heike Borufka blickt zurück auf den Prozess gegen seinen Mörder Magnus Gefgen. Wie er es auch vor Gericht beschrieben hat. Und dann habe ich dieses Kind im Kofferraum. Ich fahre beim Haus der Eltern vorbei, also auf dem Anwesen der Eltern vorbei, mit dem toten Kind im Kofferraum. Also das ist so. Ich fand ja auch, dass selbst der Gutachter an diesem Mann gescheitert ist. Wir haben doch bis heute keine Erklärung, was es dazu braucht oder wie ein Mensch ist, der so eine monströse Tat begeht.
Die Folterdrohung nach der Entführung des kleinen Jakob von Metzler, das ist ein Thema, das viele spaltet. Heute hat das Landgericht Frankfurt sein Urteil gesprochen und dabei den Angeklagten massive mildernde Umstände eingeräumt. Daschner wurde zwar schuldig gesprochen, er bleibt aber ohne Strafe. Das Urteil gegen Daschner schuldig wegen Verleitung zur schweren Nötigung. Das Urteil gegen den mitangeklagten Hauptkommissar schwere Nötigung. Er, so das Gericht, hat auf Daschners Anweisung im Verhörzimmer beim Polizeipräsidium Frankfurt Magnus Gefgen mit der Zufügung von Schmerzen gedroht. Durch diese Folterandrohung ist was passiert, was niemals hätte passieren können. Dieses Verfahren ist wirklich in Gefahr geraten, das darf man nicht vergessen. Jetzt kann man natürlich hergehen, und es tun ja die meisten Menschen, und sagen, also Rechtsstaat ist ja ganz gut, aber hier geht's zu weit. Ich finde das nicht. Ich finde das nicht, weil, wenn man das weiterdenkt, und man muss es weiterdenken, dann öffnen wir hier ja allem Tür und Tor. Denn wo ist denn die Grenze? An welcher Stelle sagen wir denn, ja, hier dürfen wir Folter androhen und an der Stelle dürfen wir es nicht? Natürlich geht es hier um den Tod und wirklich um den gewaltsamen Tod eines Kindes. Aber ist der mehr wert als der gewaltsame Tod vielleicht eines alten Menschen? Dürfen wir es dann da nicht machen? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Der Täter wollte die Verurteilung nicht hinnehmen. Er ging in Revision bis zum Bundesgerichtshof, legte Verfassungsbeschwerde ein und kämpfte 5 Jahre lang vor dem Europäischen Gerichtshof. Er sei ein Folteropfer. Gefgen hat vor Gericht gegen Lesermeinungen, gegen Filmveröffentlichungen und um Prozesskostenhilfen gestritten. Die Familie hat sich zu dieser schrecklichen Tragödie nie öffentlich geäußert. Dieser Fall, glaube ich, berührt uns so, immer noch so, weil diese Familie ja auch so ein Sympathieträger ist. Und weil diese Familie eine solche Größe hat und umgekehrt dieser Mörder, einfach nichts davon hat, einfach gar nichts, im Gegenteil. So viele Fragen wirft dieser Fall auf, so viele Tabus hat er verletzt, meint die Reporterin. Das macht ihn bis heute beispiellos in der deutschen Rechtsgeschichte. Und genau deshalb haben wir ihn auch noch mal Revue passieren lassen. Das war die Hessenschau, aber es gibt später noch mal ein Info-Update mit dir. Genau, um 22:15 Uhr, wenn Sie mögen. Und ich sage bis morgen. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.